Hallo, schön, dass du hier bist bei dieser geführten Meditation, wo wir beide Frieden in deinen Geist und Entspannung in deinen Körper bringen. Diese Meditation kannst du sowohl im Sitzen als auch im Liegen machen. Such dir für die nächsten 20 Minuten einen Ort, wo du für dich abschalten kannst, wo du ungestört bist. Stell dazu das Smartphone auf lautlos und sag deinen Menschen in der Umgebung Bescheid, dass du einmal 20 Minuten für dich brauchst. Wenn du deine Position gefunden hast, kannst du jetzt die Augen schließen und ganz entspannt meiner Stimme lauschen. Denn das Schöne an dieser geführten Meditation ist, du brauchst überhaupt nichts tun. Du brauchst bloß da sein, meinen Worten lauschen und alles, was sich in dieser geführten Meditation für dich zeigt, ist genauso richtig, wie es ist. Ganz egal, wie aktiv dein Geist ist, ganz egal, welche Emotionen sich zeigen, es zeigt sich genau das Richtige. Du brauchst überhaupt nichts tun, du kannst dieses ganze Spiel beobachten und meinen Worten lauschen. Und ich lade dich dazu ein, jetzt deine Aufmerksamkeit ganz kurz zu deinem Atem zu bringen. Und dass wir gemeinsam einen tiefen Atemzug ein, kurz anhalten und alles loslassen. Genau. Und noch einmal einatmen, kurz halten und alles loslassen. Genau. Und wahrscheinlich ist jetzt dein Geist aktiv und du fühlst vielleicht Gefühle, die du nicht gerne fühlen möchtest. Und es ist okay. Es ist ganz wichtig hier zu verstehen, dein Geist kann ruhig weiter sich Geschichten ausmalen. Es gibt eine Instanz in dir, die ganz entspannt meinen Worten lauschen kann, ganz egal, welche Gedanken dort oben sind. Es ist wie an einem Tisch voller Menschen, zum Beispiel an Weihnachten, wenn sich alle unterhalten und ein großer Lärmpegel ist. Trotzdem bist du in der Lage, ein Gespräch mit einer ganz bestimmten Person zu führen. Und alles andere darf einfach so sein und du beachtest es gar nicht. Wenn dein Geist, deine Gedanken sprechen, wenn dort Aktivität in deinem Kopf ist, ist es okay. In dieser Meditation unterhalten wir beide uns. Und ich lade dich dazu ein, nicht nur meine Worte zu hören, sondern auch den Pausen zwischen den Worten zu lauschen. Der Stille zwischen den Tönen. Denn auch dort verbirgt sich deine wohlverdiente Entspannung. Und wie es dir wahrscheinlich jetzt schon auffällt, bist du in der Lage, deine Gedanken einfach so sein zu lassen, wie sie sind. Oft ist es im Alltag so, dass wir uns mit unseren Gedanken identifizieren und das Gefühl haben, sie lassen uns nicht los, aber es gibt eine Instanz in dir, die diese einfach nur beobachten kann oder einfach seine Aufmerksamkeit auf einen anderen Aspekt legen kann, beispielsweise auf meine Stimme oder den Pausen zwischen den Worten. Und das Gleiche gilt für deine Gefühle. Vielleicht fühlst du dich in diesem Moment auf eine Art und Weise, wie du dich am liebsten nicht fühlen möchtest. Und auch das ist okay, du kannst deine Gefühle so sein lassen, wie sie sind, ohne davon beeinflusst zu werden. So wie ein stiller Beobachter im Hintergrund, ganz entspannt beobachtet, was sich auf der Bühne abspielt. Und du kannst dich dadurch, durch diese Fähigkeit, die dir immer bewusster wird und klarer wird,
in diese Meditation hinein entspannen. Genau. Und ich zähle jetzt von 5 rückwärts. Und mit jeder Zahl, die ich zähle, sinkst du noch tiefer in diese Entspannung. Bevor wir jetzt in diese tiefe Entspannung gehen, möchte ich kurz dein Unterbewusstsein fragen, ob es für dein Unterbewusstsein, für den Teil, der für deine Entspannung zuständig ist, für den Teil, der für deinen inneren Frieden zuständig ist, ob es für diesen okay ist, dass wir uns tief entspannen. Und dieses Okay kann ein Kribbeln in deinem Körper sein, es kann ein Zucken sein, es kann ein Signal deines Gehirns sein, in Form von einem Wort, oder es kann nur eine ganz feine Wahrnehmung sein, die du jetzt wahrnimmst. Und wende dein Unterbewusstsein jetzt die Erlaubnis gegeben hat, tief zu entspannen, zähle ich von 5 rückwärts. 5. Und du kannst tiefer und tiefer entspannen, indem du auf die Pausen zwischen die Worte achtest. 4. Und du singst tiefer in diese wundervoll erholende Entspannung hinein. Drei. Und du singst tiefer und tiefer. Genau. Und 2. Und deine Entspannung verdoppelt sich. Noch einmal. Und 1. Genau. Und wie du bereits weißt, ist alles, was du empfindest, alles, was sich zeigt in dieser Meditation, genauso perfekt, wie es ist. Dein Unterbewusstsein weiß im Grunde genommen ganz gut, und ganz genau, was gut für dich ist. Und du kannst dich vertrauensvoll dem, was sich zeigt, hingeben. Du kannst es beobachten. Und dieses Schauspiel von Empfindungen einfach nur betrachten. Und in dieser tiefen Entspannung wird dir vielleicht jetzt bereits diese Instanz, diese beobachtende Instanz in dir immer bewusster. Diese Instanz, welche die Gedanken beobachten kann, welche die Gefühle beobachten kann, ohne davon fortgetragen zu werden. Und diese stille, starke Instanz in dir nennt man Achtsamkeit. Und je mehr du in deiner Achtsamkeit ruhst, desto stärker wird diese Instanz in dir und desto leichter wird es dir in der Zukunft fallen, auch von schwierigeren Situationen einfach in diese beobachtende Rolle zu gehen. Oder vielleicht die Situation im Außen einfach nur beobachtest oder deine Gedanken einfach einmal wahrnimmst und sagst, ah, hallo liebe Gedanken, und wo deine Gefühle auf ganz natürliche Art und Weise kommen und gehen lassen kannst, ohne davon in deiner Essenz berührt zu werden. Denn diese Essenz in dir, diese Achtsamkeit in dir, diese Stille in dir, die war vom ersten Augenblick deines Lebens bei dir.
Sie hat in deiner Kindheit alles beobachtet und war da. In deiner Jugend war sie immer da, still im Hintergrund. Und jetzt als Erwachsener lernst du immer mehr diese Instanz von dir kennen. Denn deine Gedanken an der Oberfläche, die Ereignisse im Außen, sind nur wie Schatten oder wie Wellen auf dem Ozean. Sie kommen und sie gehen wieder. Doch du bist das Wasser selbst. Und wenn du erkennst, dass du das Wasser bist und nicht die Wellen, wenn du diese Stille hinter all dem bist, dann kannst du viel entspannter, so wie jetzt, mit den Ereignissen deines Lebens umgehen, weil du im Grunde genommen weißt, so wild der Sturm auch an der Oberfläche ist, er kann der Tiefe des Ozeans nichts anhaben. Dieser ist still, kraftvoll und ist immer da. Und du kannst dich jetzt in diese Stille hinein entspannen, indem du die Pausen zwischen meinen Worten wahrnimmst. In der Stille, in der Ruhe, fällt es uns am leichtesten, diese Instanz zu spüren. Und indem wir einfach sind mit dieser Instanz, indem wir einfach in uns ruhen, stärken wir die Verbindung mit uns selbst. Und dir wird es immer leichter fallen, selbst in anspruchsvollsten Situationen ruhig und gelassen zu bleiben. Weil je öfter du diese Meditation machst, umso tiefer verbindest du dich mit dir selbst und umso mehr erkennst du, was du eigentlich wirklich bist. Keine Welle, sondern der Ozean. Und durch dieses tiefe Wissen, durch dieses tiefe Vertrauen, durch diese Klarheit bleibst du entspannt und gelassen. Und dies gilt für die Ereignisse im Außen, das gilt für deine Schwierigkeiten, das gilt für deine Gedanken und es gilt für deine Gefühle. Wenn du still und achtsam bleibst, regelt sich selbst der schlimmste Sturm von selbst. Die Wellen des Ozeans werden ruhiger, indem du sie einfach so lässt, wie sie sind. Und die Sonne kommt hinter den Wolken hervor. Und es gelingt dir einfach nur, indem du mit dir verbunden bleibst, beobachtest und einfach nur bist. Und ich lade dich jetzt in diese geführten Meditation ein, einmal wahrzunehmen, welche Qualität diese Stille, diese Ruhe, diese tiefe innere Entspannung für dich hat. Denn diese Qualität ist eine liebevolle, ist eine freudvolle, ist eine mitfühlende Qualität. Und vielleicht fühlst du bereits in ganz kleinen Nuancen, in ganz feine Art und Weise diese Liebe, diese Freude,
dieses Mitgefühl. Meist spüren wir dies in unserem Herzen, wenn wir es in der Entspannung, in der Achtsamkeit öffnen und strahlen lassen. Und das kannst du ganz einfach, indem du es jetzt öffnest und strahlen lässt. Und vielleicht merkst du, wie dadurch alles in dir weiter und leichter wird. Und vielleicht hast du auch jetzt bereits das Gefühl, dass du oder dein Herz diese Gefühle aufsteigen, höher und höher. Und je höher diese steigen und je weiter diese sich ausbreiten, weit über deinen Körper, weit über alle Grenzen hinaus, desto freudvoller wird es, desto leichter wird es. Und dass dich dieser ganz natürliche, freudvolle, liebevolle Zustand, dass der dir Kraft spendet, Energie gibt und deinen ganzen Körper vitalisiert. Und ich zähle jetzt noch einmal von 3 rückwärts. Und mit jeder Zahl kannst du es leichter und weiter und höher und heller machen. 3. Dieses Gefühl der Leichtigkeit, dieser Strahlen aus dem Herzen wird weiter und weiter und heller und heller. 2. Du merkst, wie es immer leichter und leichter und dir die Energie in deinen Körper strömt und es jede Zelle in deinem Körper vitalisiert. 1. Und du kannst in diesem Gefühl, das sich ganz individuell für dich jetzt zeigt, einfach baden und entspannen. Genau. Und genieß für die nächste Minute einfach diese wundervolle Entspannung, diesen wundervollen Zustand, diese wundervolle Verbindung mit dir selbst. Sehr gut. Und jetzt es ist es Zeit, dass du diese Verbindung, diese innere Klarheit, diese wundervollen Gefühle mit in deinen Alltag nimmst. Und ich zähle jetzt von 1 bis 5 und du kommst immer mehr, Zahl für Zahl, wieder hier in diesem Moment an. Nimmst aber diese Fähigkeit des Beobachtens, diese innere Klarheit und diese tiefe Ruhe, diese Verbindung mit dir selbst, mit in deinen Alltag. 1. Du verbindest dich nochmal mit all dem, was du hier in dieser Meditation erfahren hast. 2. Du merkst, wie diese Energie, die du durch die Meditation gewonnen hast, deinen Körper vitalisiert und du diese mit in deinen Alltag tragen kannst. 3. Du wirst immer wacher und wacher und vielleicht wird auch dein Atem bereits jetzt schon tiefer und du bringst neuen Sauerstoff in deinen Körper. 2. Und du merkst, wie du dich wohlfühlst und du kannst dich vielleicht schon ganz leicht bewegen. 1. Und du kannst jetzt deine Augen öffnen, dich strecken und dich den Moment noch für eine Sekunde einfach nur genießen.
und einfach nur da sein. Und trag diese Fähigkeiten, diese Qualitäten, die du in dieser Meditation erfahren hast, mit in deinen Alltag. Und ich lade dich auch von Herzen ein, wenn du diesen Zugang zu dir selbst vertiefen möchtest, wenn du ihn wirklich in jeden Lebensbereich tragen möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich zur Achtsamkeitsakademie ein. Die Achtsamkeitsakademie ist eine wundervolle Gemeinschaft, die sich verschrieben hat, diese Qualitäten in die Welt zu tragen und vor allem zu Beginn bei sich im Alltag zu verankern. Ich freue mich, wenn du wieder hierher zu dieser Meditation zurückkehrst. Ich freue mich, dich in der Achtsamkeitsakademie begrüßen zu dürfen und wünsche dir einen wundervollen Moment. Dein Peter Behr.